Ich habe mich entschieden, ich mache noch ein paar Mini-Missionen, die ich eigentlich schon längst hätte machen wollen und können. Und zwar wollte ich nämlich für unsere Freundin Kirsty 5 Nektar-Skorpione töten. Oder Skirpro töten hier. Die befinden sich in der Nähe vom Knotenpunkt 415. Ganz, ganz im Norden von Silvalum. Und die sind nur Level 26. 5 Stück muss man davon töten, aber man muss echt vorsichtig sein, weil dahinter ist Level 51er Ding. Und wenn man Pech hat, dann fliegt einem das Riesending da hinten um die Ohren. Wo ist denn das? Das Ding da hinten. Und man sollte besser nicht im Scale sitzen, wenn das Ding vorbeifliegt, denn das Ding ist aggressiv auf Scales. Auf Personen eher nicht so. Und das Ding hat Level 50 und ist ziemlich ordentlich groß. Ja, nicht so geil. Aber dafür kann man die Dinger einfach hier recht easy bestimmt rausnehmen. Glaube ich. Ja, die kommen gut Schaden, also das sollte kein Problem sein. Und jetzt haben wir mehrere Pult. Oh, super. Dann eigentlich kein Problem. Puller direkt nach mehrere. So, dich pull ich noch. Von Nummer 1. Und wenn alles gut läuft, dann habe ich eventuell noch eine riesige Ladung an Schaden für die Dinger. Eventuell. Dann der zweite und dann kommt noch ein dritter. Aber der sollte auch nicht so große Probleme machen. Ihr habt nicht etwa, oder? Habt ihr? Ihr habt. Ihr Volldeppen! Ey, sag mal, muss ein bisschen aufpassen darauf, aber oh Gott. Welcher von diesen Deppen hat das Ding gepult? Nope, nope, nope. Aber nicht immer nur nach hinten schauen, immer nach vorne schauen, damit man nicht in was Größeres reinläuft. Oh, die haben schön was gedroppt. Was ist das denn? Koboldspeer alt? 27. Oh, okay, klar. Alles nehmen. So, dann habe ich noch 2 weitere um. Und dann sehen wir uns in NLA wieder. Glaube ich. Oder so ähnlich. So, das wäre auch die Nummer 5 gewesen. Im Kreaturen besiegt. Und damit haben wir eigentlich schon die Mission abgeschlossen. Und zwar wäre das gewesen Pioniergeist Teil 4. Als nächstes müssen wir dafür zur Straße der Vision im Verwaltungsbezirk mit Kirsty sprechen. Oh Mann, das ist ein weiter Weg. Ein weiter Weg nach NLA, Verwaltungsbezirk. Ganz im Norden. Ganz im Norden. Steht ja Straße der Division dran, aber das ist eher... Naja, das Ding ist direkt über dem Hangar. Allerdings kommen wir vom Hangar nicht da ran. Das ist sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Sehr, sehr komischer Ort. Ja, ja. So. Von hier aus bin ich ein bisschen müde und es regnet auch. So, dann müssen wir mal hier rumlaufen und dann sind wir bei Kirsty. Das Bild mit einer Hand zu manövrieren. Ah, ich bin halt so ein Spieler, der manchmal mit einer Hand spielt. So, Kirsty. Jetzt sag bloß nicht, du bist schon fertig. Wahnsinn, du bist echt der Hammer. Vor dir haben sich an dieser Aufgabe eine ganze Menge Pathfinder die Zähne ausgebissen. Echt? Das war recht einfach. Respekt, Mark. Du bist wirklich ein Blade, der was. Wie er im Buche steht. Blablabla. Jetzt kann ich auch sagen, was auf diesen Datenträgern gespeichert war. Natürlich nur, wenn du das willst. Klar. Hör dir an, was Kirsty zu erzählen hat. Die Ohrenspitzen. Gerne. Erkläre Kirsty, dass sich im Moment eigentlich nur eine Belohnung interessiert. Interessiert sind wir an der Erzählung. Sehr gut.
Es war eine ziemlich lange Geschichte. Es ist eine ziemlich lange Geschichte. Aber sie ist sehr wichtig. Noch in der Planungsphase von Projekt Exodus kam die Frage auf, wie wir auf einem neuen Planeten Rohstoff und Wissen sammeln könnten. Um dieses Problem zu lösen, wurde eine Forschungsgruppe mit dem Codenamen Frontier gegründet. Es waren viele Wissenschaftler an dem Projekt beteiligt, darunter auch ich. Selbst auf dem Weißen Wal haben wir noch rund um die Uhr daran gearbeitet. Wir haben kaum gegessen oder geschlafen. Wir wussten alle, dass uns die Zeit davon rennt. Schließlich haben wir aber es tatsächlich geschafft. Die erste vorläufige Version des heutigen Frontier-Heftes war fertig. Aber dann griff Ganglion an. Und davon blieb natürlich auch unser Labor nicht verschont. Mein Team, meine Drohnen, unsere Daten. Meine Drohnen? Wo habe ich meine Drohnen gelesen? Mein Team, unsere Daten. Das ganze Labor ist zusammen mit dem Wal abgestürzt. Soweit ich weiß, bin ich die einzige Überlebende. Oho. Ich habe sogar das Frontier-Nav genutzt, um nach ihnen zu suchen, aber nichts gefunden. Sage Kirsty, ihr Team wäre sicher stolz auf sie. Nachhaken. Frage Kirsty, warum sie überlebt hat und die anderen nicht. Oh, das ist nicht nett. Trösten. Danke, daran versuche ich auch zu denken, wenn ich zu traurig werde. Also, zurück zum Thema. Mein Team hat mit 5 Datenträgern gearbeitet. Auf ihnen ist eine streng geheime Weiterentwicklung des Frontier-Navs gespeichert. Die anderen haben nämlich an der Verbesserung des Frontier-Navs gearbeitet, sobald die erste Version auf mehr oder weniger sicheren Beinen stand. Ich glaube nicht, dass Nagi davon etwas weiß. Jetzt schon. Verdammt, nicht einmal ich kenne die Einzelheiten. Meine Freunde und Kollegen haben hart dafür gearbeitet, dass die Menschheit eine Zukunft hat. Und ich werde ihre Arbeit fortsetzen. Aber noch fehlt ein Datenträger. Falls ich ihn lokalisieren kann, gehst du dann raus und holst ihn. Zusammen können wir dafür sorgen, dass wenigstens das Projekt meiner Freunde überlebt. Das klang jetzt etwas melodramatisch. Aber es würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Also, überlegst du es dir? Klar, wenn man dann irgendwo mal nach Kaldros gehen, wenn eine Mission sagt, geh nach Kaldros. Eine Handlungsmission. Oh Mann. Du hast Kirstys Aufträge in Silvanum beendet. Die Datenträger, die du bisher gesammelt hast, erhielten geheimes Material für ein Frontier-Nav 2.0. Gut zu wissen. So, da haben wir Kirsty mal abgeschlossen. Oh. Ja, ich sollte mich nicht mit einer Hand spielen und nicht auf einem 2D. Mich auf 2D verlassen. Von der Seite ist nämlich nicht so toll. So. Tja. Was mache ich jetzt? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache mal eine kurze Pause. Und schau mal, was ich so. Ja, wie ich das jetzt mache. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall noch andere Missionen machen, die ich hier offen habe. Und hinten dranhängen. Tobias? Hallo? Oh, wo steckt sich der Dreckskerl? Er soll mir bloß zwischen die Finger kommen. Moment! Hey! Das Gesicht kommt mir doch bekannt vor. Du bist Mark, oder täusche ich mich? Ja? Aha! Habe ich dich, du mieser Langfinger. Mit dir habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Du hast hier mit ein paar echte Probleme an der Backe. Dass ich der einzig wahre Tobias nach dir suchen muss, um dich zusammenzustauchen, ist doch der geringste davon. So, du hast also eine Menge Daten sonst installiert. In letzter Zeit, stimmt's? Und? Fühlt dir das gut an, mal so richtig den großen Macker raushängen zu lassen? Ich sag dir was. Du reißt jetzt wieder alle aus dem Boden. Jeder Einzelne, hast du verstanden? Ob du das verstanden hast? Was, du kostest mich ja ein Vermögen. Und wenn du glaubst, ich lass mir das einfach so gefallen, dann hast du dich geschnitten, du Hackfresse. Ui. Alter. Verträge nervt die Augen. Frage Tobias, was zum Teufel er spricht. Was zum Teufel? Moment. Du willst mir weismachen, dass du die anständigen Leute, dass du anständigen Leuten wie mir permanent in die Quere kommst und es dir nicht einmal auffällt? Okay, Freundchen, zum Mitschreiben. Jede deiner verdammten Forschungssonden bedeutet weniger Leute, die sich die Aufnahmen von meinen anschauen. Ha, okay. Ich sitze hier nichts ahnend und unschuldig
und muss jeden Tag mit ansehen, wie meine Tourismus-Tantiemen in den Keller gehen. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Was? Lebensspeicher? Puh, ich bitte dich. Was, wen interessiert denn der Lebensspeicher, wenn es um bare Münze geht? Das ist mein Geld. Aber schon, dass du tot bist, wenn das Ding ausgeht, ne? Ich weiß, als hier verteilt wurde, standest du ganz hinten in der Schlange. Also sage ich es nochmal, so langsam und laut. Nochmal langsam und laut. Alles Geld in NNA, gehört mir. Und wenn hier irgendwer Aufnahmen von der schönen, weiten Welt da draußen sehen will, dann kann er sich die Gefäße von meinen Forschungssonden anziehen. Wirf Tobias ein schmissiges Gegenargument an den Kopf. Ignorieren, er lächle einfach und schalte auf Durchzug. Durchzug. Ja, da brauchst du gar nicht so dumm zu grinsen. Du wirst schon sehen, was du davon hast, sich mit mir anzulegen. Genug geschwafelt. Einer von uns muss das Feld räumen. Und zwar Avanti. Aber immer mit der Ruhe. Von roher Gewalt halte ich nichts. Ich bin nämlich nicht krankenversichert. Amerikaner, keine Krankenversicherung. Wir machen ein Wettrennen daraus. Oh Gott. Wer von uns sich dem Frontier als erstes sich 70 Riesen holt. Das sind 70.000 Credits, falls du wieder auf dem Schlauch stehst. Der Verlierer macht, was auch immer der Gewinner will. Was sagst du? Nimmst du an oder bist du ein feiges Hund? Put, 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 bork, 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 bork. Die Wurzel allen Übels. Tobias scheint auf Krawall zu sein. Bring ihn zum Schweigen, indem du deine Erträge mit dem Frontenf steigerst. Du bekommst eine Doppelungssonde. Und Meredith's schwer. Okay. Easy. Aha. Dann sage ich mal, auf die Plätze, fertig, los. Und du, mein Freund, bist der größte Volltrottel, den die Welt je gesehen hat. Also überhaupt mal den leisesten Schimmer, wer ich bin. Tobias, Wunderkind der Pathfinder, ein absolutes Ausnahmetalent. Kein Bett kommt an mich ran. Und schon gar nicht ein feines Bürschchen. 70.000 Credits spuckt das Frontenet für mich aus. So schnell kommt es nicht mal Mami sagen. Okay. Schau mal kurz, wie viel mache ich denn momentan? Ich mache momentan. Moment. Oh Gott, ich mache momentan keine 40.000. Ich müsste wahrscheinlich mein ganzes Dingens optimieren und das wird wahrscheinlich ewig dauern und ich brauche noch viel mehr Sondenpunkte. Das heißt wohl, das wird noch nichts. Das wird noch nichts werden, das kann noch ein bisschen dauern. Ich brauche auf jeden Fall andere Sonden dafür. Viele Sonden. Naja. Bis später, Tobias, ne? Wir sehen uns dann. Irgendwo, wenn du nicht so arschig bist, ne?